Wir begrüßen Sie im Stadion Frank Buschmann und Mani Breukmann. Wir hoffen, dass wir spannende Fußballunterhaltung für Sie bereit haben. Das könnte ein echter Knüller werden. Der Tabellenführer gegen den Viertplatzierten. Wird der Favorit heute eine Niederlage kassieren? Oder können Sie sich oben behaupten, wo es auf die Mitte, auf die Hälfte der Saison zugeht? Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Timo Schuck. Philipp Lahm. Jérôme Boateng. Arjen Robben den Ball besitzt. Beide Rangelei um den Ball. Toni Kroos. Marc Frede. Ekitschi. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Schöne Basis für einen Angriff, diese Attacke. Toni Kroos. Und jetzt ist er durch. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der so... Sicher in der Ballbehandlung. Oh, mein lieber Mann, ein paar Zentimeter tiefer und der Torhüter hätte keine Chance gehabt. Guter Job in der Verteidigung, guter Job. Schön abgefangen, dieser Ball von Philipp Lahm. Gute Position für eine Flanke. Vorsicht, Kopfball. Jo, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Sofort abgezogen und da fängt er schon an, sich zu freuen. Aber der Ball, er geht knapp übers Tor. Brečko. Ekitschi. Jetzt wird's gefährlich. Arjen Robben hat den Ball abgefangen. Achtung! Und Achtung, der könnte passen. Und der FC Bayern hat hier einen Eckball rausgeholt. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Marc Frede. Brečko. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Timo Schuck. Alaba. Auch auf den Flügeln musst du die Zweikämpfe gewinnen. Er könnte passen. Eckball. Können die da was draus machen?
Will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Tja, mein Lieber, das sieht aus wie Eckfahnen-Zielschießen. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Nkitschi. Pizarro. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Jetzt schießt er und da rettet die Latte. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Bargfrede. Ribery kämpft und grätscht. Nkitschi. Ja, so kann es weitergehen. Er steht viel zu weit weg. Und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Ja, so kennen wir ihn. Ein Vollblutstürmer. Ja, da sagt man wohl Goalgetter oder auch der hat den Torriecher. Toni Kroos. Ein exzellenter Spieler. Er hat das Mittelfeld im Griff. Jerome Boateng. Ein wunderschönes Zuspiel. Und hier der Abwehrspieler. Also den kriegst du so schnell in die Knie. Sie antworten sofort mit einem Tor. Das nennt den Kampfgeist. Sofort zurückschlagen. Exzellent durchgesetzt. Und jetzt ist alles wieder offen. Da haben sie sich aber wahnsinnig schnell aufgerappelt. Lagen sie bis dahin im Tiefschlag? Ja, das war offensichtlich so. Und Hallo Wach hat gewirkt mit dem Gegentor. Und schon sind sie wieder da. Da lässt er alle Verteidiger stehen. Das ist eine klasse Aktion. Zweikampf in Art der 60er. Grätsche, Ballbesitz. Bargfrede. Ganz sicher hat er das gemacht. Ribery. Alaba. Naldo. Retschko. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss ich die Lücke auftun. Bargfrede. Das sieht gut aus. Da freut sich der Trainer. Die Situation wurde geklärt. Nach 45 Minuten steht es unentschieden. Freuen wir uns auf die zweite Hälfte. Fragen wir uns, wird sie die Entscheidung bringen? Also, die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf unentschieden.
Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Und der Ball läuft wieder, während einige der Zuschauer in der Allianz Arena noch nicht wieder ihren Platz eingenommen haben. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Ein sehr schöner Pass. Toni Kroos. Das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Da hat sich der Verteidiger zu früh gefreut. Er holt sich den Ball zurück. Das ist viel zu passiv in der Hintermannschaft. Zuschauen, staunen und hinterherlaufen. So geht's nicht. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Ja, da kommt was auf uns zu. Klasse Abwehrleistung. Naldo. Ekichi. Brečko. Und das macht er richtig gut. Und jetzt der schnelle Angriff, das wär's doch. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Ja, was macht denn da der Torwart? Also mit solchen Aktionen schickst du normalerweise deinen Trainer in die Psychiatrie. So sieht ein Pass aus. Stark gemacht. Und die Angreifer wieder gestoppt. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Und der kommt genau an. Jetzt zieht er ab. Doppelpack. Der Keeper sagt No, Frank. Und das mit einer richtig guten Parade. Manchmal gibt es auch Intelligenztests, zum Beispiel bei einer solchen Grätsche im Strafraum. Toni Kroos. Ein Mittelfeldspieler par excellence, der reißt sie alle mit. Das ist entscheidend. Er macht die Mitspieler besser. Wunderbar. Souverän gelöst. Schön abgefangen, dieser Ball von Philipp Lahm. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Achtung, jetzt! Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Wer hätte das gedacht? Eine Wahnsinns-Saison, Buschi. Ja, und ein bekannter Vereinspräsident würde an dieser Stelle sagen, sie sind von den anderen nur noch mit dem Fernglas zu erspähen. So gut stehen sie da.
schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Jetzt noch eine taktische Umstellung. Sie wollen den Sieg, Buschi. Ja, und ab die wilde Fahrt, alles nach vorne, unentschieden. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Schön abgefangen, dieser Ball von Philipp Lahm. Ja, da geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Das wäre was. Die Führung für den FC Bayern München. Und die liegt in der Luft. Hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. Ach, das wäre so wichtig gewesen, aber wir sehen's haarscharf vorbei. Ich habe den dummen Verdacht, sie wollen hier gewinnen. Ja, und damit klar, noch ein Stürmer rein, alles ab nach vorne. Unentschieden ist zu wenig. Naldo. Pizarro. Gomez. Mann, jetzt wird's gefährlich. Die verstehen sich blind. Das Endresultat 3:2, wie einst in Bern. Unentschieden, habe ich gedacht. Ich hätte schon einen Strich drunter gemacht. Aber wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann funktioniert es eben in der Schlussphase noch. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.